sehr stolz, muss ich sagen. Ja, außerordentlich ausgesprochen stolz. Ich muss schon keine sagen, das habe ich auch gut gemacht. Sind wahrscheinlich keine Tuk-Tuks drin. Wahrscheinlich. Aber man weiß aus dem Plastikrahmen da ließe sich sicher was Feines herstellen. Ja, bestimmt. Jeder Tag feuerfrei. Eine neue Chance, die Welt zu retten. Schweine. Zack, zack. Schnitz. Aua. Spinnst du wohl. Weiter so. Feuer. Intensivierte Attacken. Ich treffe mich gar nicht schon wieder, kann das sein? Ah, ist das hier? Geh weg! So, die Fresse. Oh, ist doch ein großer. Alter. Sehe nicht mehr durch. Stress. Feuer! Also als Fleckenschaden ist es halt völlig okay. Weil da habe ich im Prinzip meinen Pistolenangriff mal bis zu 4-5 oder so, wenn es ordentlich funktioniert. Ist natürlich nicht verkehrt. Aber so, upala, ach meine Güte. Als Attacke gegen einzelne Gegner ist natürlich Schwachsinn. Feuer! Pow! Und noch einmal diesen hier. Treffer, Treffer, Treffer. Komm schon. Treffe nicht, glaube ich. Zack, zack, zack. Geh weg. Oh, sie lässt mich durch den Kampf gestehen. Also wuselig gerade. Mitten schaden wir dem doch jetzt. Hey, guter Schuss. Bam. Schnellschneider. Das reicht mir. Blöde Rüstung von dir, ist viel zu hart. Was prallt die ab? Ach so. Das prallt die ab von dem. Okay, krass. So. Ich hoffe, es hat sich gelohnt hier. Wo ist meine Belohnung in dem Bereich? Ah, einer zum Verprügeln. Ja, dieser hier scheint... Ja. ...dich um deines Gewissens willen richtig... Nein. Nein, nein. ...ist traurig, dass du auf dem Weg Richtung Verderben... So. ...macht nichts. Dunkel. Ich verdunkel die Welt. Ich ziehe... Dann geht mit... Ich verstehe auch noch nie, verstand auch noch nie, warum man hier nochmal sagen kann, na, ich will aber nicht dunkel sein. Oder ich will dunkel sein, das der Hell, je nachdem. Das bringt doch gar nichts, das beeinflusst ja nichts, die Punkte, die man danach bekommt. Was hat er getan? Dieser Dialog ist total hanebüchen irgendwie. Den braucht man nicht, das ist Quatsch. Ah, Biopunkte. Lange nicht gehabt, sowas. So. Bereich abgeschlossen, würde ich sagen. War ich abgeschlossen? Dankeschön. Ja. Brei abgeschlossen und auch... Was ist das? Ah, ein Totem. Auch Let's Play für heute abgeschlossen, wollte ich sagen, aber... Weißt du was, ich hänge noch eine Folge dran. Ich habe hier Urlaub, da habe ich die Zeit. Machen wir es, wann es geht. Zack. Das Spiel wird ein bisschen länger. Auch cool. Dann schaffe ich vielleicht mal was. Oh Mann, lass mich mal in Ruhe hier. So. Heia. Aua. So, jetzt geht's ab hier. Zack, 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 zack. Ohne Schutzpanzer gehen sie alle drauf. Heia. Ich hasse euch. Ich kenne euch nicht, aber ich hasse euch. Haben die sich gerade vermehrt? Das waren doch nicht so viele. Waren es aber mehr als ich dachte. Die Knarre ist einfach Gold wert, ganz ehrlich. Hätte ich die Knarre nicht, ich wäre so viel mehr in Gefechten, als ich es jetzt bin. Das ist wahr. Warte kurz. Da lang. Ich hätte gern wieder mal so einen Erinnerungstypi, so einen dicken, den ich gerade gesehen habe. Das ist auch echt irgendwie ein Rätsel mit diesen Erinnerungstypen. Ja, erstmal irgendwie die Hälfte des Spiels gar nicht gesehen hatte. Da kamen drei auf einmal nacheinander, ziemlich kurz. Dann eben erst wieder einer und jetzt ist er weg und ich, keine Ahnung. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was die letzte Verbesserung wäre, die ich hier haben kann. Wahrscheinlich auch nichts. Ich meine, da sie ja die letzte ist, wird sie entsprechend relevant für mich gewesen sein. Das ist mir noch soweit klar.
Diese Geschichte braucht eine Heldenfigur. Also wohl nichts Geiles, aber... Oh, noch ein Toter. Ich wollte eigentlich in die Richtung gehen. Trotzdem will man es natürlich irgendwie haben, ne? Oh nee, da will ich doch nicht hin. Ein Schnuddel. Schnuddel woanders. Willst du deine Kleidung verbessern? Das hier ist Hochkreuzlingen. Meine Kleidung ist gut genug. Verbesserung. Mal sehen. Ich weiß auch nicht genau, wozu ich diese Verbesserungssachen brauche, denn ich kann mir das so jederzeit selbst machen, oder nicht? Also Hände und so weiter habe ich hier noch nie verstanden im Spiel. Das ist irgendwie alles... Ich bin und war ja auch nie ganz zufrieden mit meiner ganzen Ausrüstung, also... Klar, meine Knarre ist super, aber die habe ich ja mehr oder weniger so auch gefunden, einfach als Special-Belohnung. Alles andere, was ich jetzt herstellen kann, ich weiß, ich glaube immer noch, dass hier Luft nach oben ist. Da sammelt sich einiges an Schrott. Aber letztendlich bin ich ja auch im Kampf recht gut dabei, also ich weiß es nicht genau. Es sind so ein paar Sachen im Spiel, die mir noch nicht ganz klar sind und wahrscheinlich auch nie ganz klar sein werden. Ach, da wollte ich ja hin, siehst du. Erst Nebenquest, dann Hauptquest. Ist ja im Idealfall nur ein, zwei Klicks und fertig. Der Nebenquest. Dann passt das auch. Also hoffentlich, ich kann es halt noch nicht sagen, ich war noch nicht da, aber so der Erfahrungswert, nicht? Sieht ein bisschen verlassen aus. Und ja, ich weiß, das ist nicht Teil meiner Nebenquest. Das ist aber wie optional zum Erkunden, aber ich kann nicht widerstehen. Vungos Lager. Es ist eine neue Nebenquest. Natürlich. Guck mal, hier ist ein unterirdisches irgendwas. Ach, komm schon. Auf die Fresse. Oh, Level 23. Easy, oh, easy. Wow. Oh. Da ist der Schlägertyp. Was gab's ja auch noch. Siehst du, hab ich lange nicht gehabt, aber ja, ich erinnere mich. Ich denke, das erste Mal, dass wir so einen Außenposten, so einen Mini-Außenposten haben. Zum Erobern. Und einmal feuern. Und jetzt hier, voll feuern. Es geht nicht hoch zu jagen, komisch. Hey, Level up. Schon wieder mal. Boom, flum, bam, bam. Was wollt ihr eigentlich von mir, ihr Loser? Zack, zack, zack. Rüber ab. Oh, der ist schon tot. Der ist doch schon tot. So. Das ist doch in Ordnung. Bei Steckmuss hat echt sehr viel Level. Ach, guck mal hier. Wieder was für die dunkle Seite. Hüpf. Er denkt, er wäre frei. Aber er ist es nicht. Er ist tot. Ist. Habe ich auch nicht verstanden. Du hast das Schicksal selbst gewählt. Er wurde gefangen, meine Güte. Durch das du würdest dich lieben. Ich ver- das ja. Siehe. Hauptsache, ich bekomme ein paar Punkte für die dunkle Aura. Mehr will ich ja gar nicht. Dam, bam, bam. Und besser so, als dass ich Tiere kaputt machen muss. Das ist, also, nicht sprechende Tiere. Das sind alles Tiere hier. Auch wenn es Menschen wären, wenn es Tiere. Aber ist egal. Vielleicht hast du Glück. Kann ich hier mein Intellekt erhöhen, oder was ist das? Ah, Verbesserungspunkte. Auch in Ordnung. Brauche ich ja per se weniger, aber... Der Tag ist da. In Ordnung ist das allemal. Hallo, ich suche noch viermal beragende Beute. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es hier noch so oft sein soll. Jetzt noch drei. Kann hier eigentlich bloß hier oben drauf sein. Hier schon mal nicht. Hier schon mal. Brauche ich immer noch zwei Stück. Ah. Sehr gut. Das andere ist aber, wie es aussieht, nicht hier oben drauf. Aha. Und doch, irgendwie schon. Wie ruhig dieser Ort. Nein, ich hier kannst will mich nicht ausruhen. Zack. Ah, das ist ein tolles Kostüm. Ich meine, diese Lagerfeuer so zum Meditieren, Witcher-like, bla, bis zum Abend warten, oder was, naja, was, Witcher, es gibt bei den tausend Spielen sowas. Ist auch nett, dass es das Spiel hat hier, aber per se überhaupt nicht spielrelevant, weil ich habe nie das Gefühl gehabt, dass hier am Tag oder Nacht irgendwie groß was anderes passiert. Also gar nicht eigentlich. Außer, dass es halt anders aussieht, ein bisschen dunkler, ein bisschen heller.
Spielrelevanz hat das, glaube ich, einfach null. In Biomutant. Oder? Ich weiß, ich soll da nicht hin. Ich guck nur mal ganz kurz. Karte. Oh, da ist auch nichts abgebildet. Da wird nichts sein. Okay. Hui. Oh, knapp über dem Boden, aber hey, was soll's. Gleiten ist gleiten. Eine echte Bruchbude da drüben. Obwohl noch jemand darin wohnt? Wahrscheinlich nicht. Aber ist ja nie der Fall. Ach, überragende Beute in so einem Scheißhaufen? Verzeihung für diese Ausdrucksweise, aber... Das ist auch neu. Dann kann es ja durchaus sein, dass ich hier in ein oder anderen Gebieten sowas übersehen habe, weil es in so einem Haufen drin gewesen ist. Das überrascht mich gerade tatsächlich. Na? Na? Hallo? Hallo? Ich kann es nicht anwählen. Du musst die optische Kontrolle ausrichten, damit es funktioniert. Schon klar. Achso, so ein Dings wieder. Exzellent, wie erhellend. Das war ein Nebenfest, achso. Wir können die Beute holen. Ach, da war's gerade. Jetzt hab ich's. Hey, Fuchsmaske. Mütze. Fuchsohrenmütze. So, geht's hier nach oben? Geht's hier nach unten irgendwo? Hier fehlt noch einmal Beute. Ich meine überragende Beute, nicht sowas hier. Aha. Im Müll. Zack. Dam, 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 da. Und ich will wissen, was das da unten ist. Das irritiert mich so und hascht da meine Aufmerksamkeit. War das die, die ich gerade auf der Karte hatte? Nee, was ganz anderes. Klick, 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 klick. Lass mich in Ruhe, sonst gibt's hier erstmal einen auf die Nuss mit Magie. Ich müsste eigentlich mal aus Spaß und Freude ein, zwei Levelaufstiege warten. Einen habe ich ja gerade. Und ich hätte auch zwei von der Aufnahme heute, aber ist egal. Speichern. Wenn du müde bist, solltest du vielleicht einen Ruheplatz suchen. Gegen Gegner kämpfen. Klongfaust? Hilft dir hier? Ich weiß es nicht. Quatsch, nicht hier. Da. Und... Ich glaube nicht. Und gucken, ob ich dann wie viel mehr Schaden ich mache mit Intellektspunkten 2 dazu und eben ohne. Ob das vielleicht doch noch irgendwie eine Relevanz hat, theoretisch das zu machen. In Intelligenz zu investieren oder eben nicht. Man kann ja sein, dass einfach nur mein Level zu niedrig ist, um da wirklich relevanten Schaden zu machen. Wie ihr wissen, mein Nahkampf kann ich verstärken, mein Fernkampf, soweit ich weiß, nicht durch Statuspunkte, sondern eben wirklich bloß durch bessere Waffen. Was theoretisch heißt, dass irgendwann Nahkampf überlegen ist, aber aktuell natürlich überhaupt nicht. Ich komme da auch nicht rein, ich weiß auch nicht, wie ich reinkommen soll. Moment. Vielleicht mit meiner Hand. Mit einem Schnipser. Hand? Natürlich nicht. Jetzt aber. Weil um Stein stand vielleicht, wer weiß. So schon mal nicht. Schnips! Nö. Nö, also absolut nicht. Hätte ja sein können. Ich will den aber rufen. Warum geht das denn nicht? Ach Mann. Das finde ich echt super schade. Ach so. Dass das nicht geht. Ich kann mir jetzt halt ein Reittier holen. Das wusste ich gar nicht mehr. Aber bringt mir ja auch nichts, weil ich muss sowieso abspringen, wenn ich was hauen will, was aufsammeln will und so weiter und so fort. Und ich bin auch nicht wirklich langsamer, wenn ich ohne unterwegs bin. Also... Reittier schön und gut, aber nee, danke. Voll ins Schwarze. Oh, upsie. Aua. Fernkampf ist feige, ihr Feiglinge. Und so. Willst du mal gesagt haben. Gilt aber nur für euch, ne? Ist klar.
Ja, ziemlich hart. Harter Tobak, würde ich sogar sagen. Ach, guck mal, wieder irgendwas gefunden. Noch ein Ab. Oh, das ist versperrt. Oh, willst du mich verarschen? Okay. Das Ende dieser Welt steht bevor. Und wie entsperre ich das? Allem anderen.